Also, du hast damals schon Bodybuilding gemacht, ne? Gab es Drehbücher? Weil du gerade sagst, schlecht im Drehbücher. Ja, was stand aber, denn da? Er will nicht, stand, sie will, doch, ein paar Mal standen so ein paar Sätze. Ich will das gar nicht wiederholen. Also, es ist, so es ist, ja, es ist wirklich unglaublich. Und hattest du die aber gelernt? Ja, da muss man nicht viel lernen. Naja, aber ich wurde ja eh synchronisiert. Naja, das ja auch noch. War ja sowieso. Du warst aber damals, und da musst du ja irgendwie einer der Ersten gewesen sein. Das war ja nicht in den, doch, es muss in den 70ern. Also Ende damals, Ende der 60er. Gemacht, und das ist ja schon und damals war Bodybuilding überhaupt nicht in. Kannte gar keiner, Jungs. Nein, es war nicht in. Ja. Und ich musste an der Uni meine nett erworbenen Muskeln, also heute sagt man ja stolz, man ist im Fitnesscenter gewesen und das waren zum wir. Guten Ton dazu, und man musste seine stolz erworbenen Muskeln unter Schlapperlup verderben, nicht verderben, verderben vielleicht auch, verbergen, weil das kam überhaupt nicht an. Mhm. Also in der Damenwelt kam das überhaupt nicht an. Ich dachte, da gab es schon so mit... Ach. Ja, es gab Anabolika damals den Schwarzenegger gerade. Der kam da der groß kam raus. Ja, den hast du schon gesehen. Den fandst du schon gut. Nee. Nicht. Aber du hast doch Arnis Arm oben mal, seinen Bizeps hast du doch mal angefasst. Im Oktoberfest saß der Schwarzenegger und dann durfte man, ihn anfassen. Durfte man seinen Bizeps berühren. Und da für stand Geld? Eine Reihe von, ja, ohne Geld natürlich. Ach so, also, ich dachte vielleicht 5 Euro, weißt du, einmal anfassen, nein, 5 Euro. Da stand oder so eine Reihe von Hunderten von Männern, die wollten alle, weil er hatte ja anerkannt den größten Bizeps der Welt. Es muss aber auch toll sein, oder nicht? Dann setzt du auf dem Oktoberfest und sagst, ja, lass sie kommen. Komm, lass sie kommen. Und jeder darf einmal boah machen. Mehr Männer oder mehr Frauen? Durften Männer. Alle? Männer. Männer. Frauen, fanden es gar nicht spannend. Nee. Das ist witzig. Ne? Und heute musst du schon so aussehen, damit du überhaupt noch auffällst für die Frauen.